Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, wo man mit nationalistischen Alleingängen und populistischem Schuldzuschieben hinkommt, nämlich nirgendwo hin. Und wir haben auch sehr schmerzhaft erkennen müssen, wie es sich denn anfühlt, wenn man diese liebgewonnenen europäischen Grundfreiheiten plötzlich nicht mehr hat und diese Grundfreiheiten auch nicht mehr selbstverständlich sind. Wir wollen wieder dorthin, dass die Freiheit, die Grundfreiheiten in Europa selbstverständlich sind. Aber dafür haben wir auch gelernt, dass wir Europa grundlegend verändern müssen. Wir müssen hin zu den Vereinigten Staaten von Europa, die besser funktionieren für ihre Bürgerinnen und Bürger, wo wir gemeinsam etwas gegen den Klimawandel tun, und zwar erfolgreich, wo wir gemeinsam Digitalisierung gestalten, wo wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten. In diesem Sinne, einen frohen Europatag euch allen.